So, den Satz muss ich nochmal bringen. Man sieht da kaum Videos auf YouTube, was eigentlich gar nicht nachzuvollziehen ist. Ich denke mal, das ist eigentlich auch ein recht erfolgreicher Schlafsack. Und ja, dann kommen wir gleich zum nächsten. Ich glaube, ich habe da nichts übersehen. Das ist der Brenta. Und der Brenta war immer so ein bisschen meine heimliche Liebe. Und ich habe ihn mir aber nie gekauft. Konnte mich nicht dazu durchringen. Ich hatte immer so ein bisschen Befürchtung, ja, das ist die Grenztemperatur für Frauen minus 4, für Männer um die minus 10. Da habe ich mir gedacht, Mensch, du brauchst ein bisschen mehr Reserve, du brauchst ein bisschen mehr nach unten, damit einfach, wenn man mal richtig tot ist, ein großes Winterzelt aufstellt. Da gehen schon mal 70, 80 Heringe im Boden. Ja, da ist man wirklich auf. Da kann man schon mal 2 Stunden sich dran ausarbeiten, das richtig aufzustellen. Dass mir das zu wenig war. Ne? Wenn wir an, wir kriegen da minus 7, minus 8, dann wollte ich schon ein bisschen mehr Reserve haben. Im Moment kann ich sagen, ist der top warm. Und wenn ich jetzt die Überlegung hätte, einen Defense 4 mir zum Beispiel zu kaufen oder den Brenta, würde ich wahrscheinlich den Brenta kaufen. Defense 4 habe ich selber nicht in der Hand gehabt. Ich denke mal, der wird so ähnlich sein vom Schnitt wie der Defense 6. Der Brenta fühlt sich einfach, und ich vergleiche das jetzt mit dem Defense 6 darunter, der fühlt sich einfach noch etwas schöner an. Klar, es ist nicht so dieses ganz glatte Material, das ist so eher dieses ja, baumwollige Material, dieses Mischgewebe, aber das ist einfach super angenehm. Es fühlt sich gleich kuschelig an. Ja, einziger Nachteil, wie ich leider feststellen musste, der muss zurück. Ich kriege den auch nicht zu. Und dieser ist angegeben mit 85 cm in der Breite. Und ich habe ihn, ich weiß nicht, ob er noch genau drauf liegt. Mal eben schnell gucken. Ich habe den, oh, hier kann man ein bisschen nachziehen. So liegt er jetzt ungefähr drauf. Also auch der ist, würde ich jetzt sagen, im Vergleich zum Defense 6 der schmaler. Also beide sollen nur 2 cm trennen und irgendwie, ja, passt das nicht. Das Ding fühlt sich schmaler an und wieder mal ein Grund zum Heulen. Ja, kann nicht bei mir bleiben, muss leider zurück. Wie gesagt, der Tein, der bleibt bei uns, der ist dann halt für meine Frau. Die kleinere Version, aber der brennt da halt leider, leider. Das Schöne ist ja, da gibt es auch in den diversen Foren oder auch auf YouTube einige Videos. Der schöne Vorteil ist ja bei diesen, das ist ein seitlicher Einstieg. Ja, genauso eigentlich wie bei dem Mammut, sodass man auch den benutzen könnte für deutlich wärmere Temperaturen. Ist echt ein schöner Vorteil. Einfach auflassen das Ding und man hat eine schöne Wärmeregulierung, halb zumachen, von unten aufmachen und die Decke bleibt halt auf einem und man ist immer so ein bisschen halt schön warm, kann aber auch von der Luft regulieren. Macht man den Defense 4 oder 6 auf, in der Regel heißt es dann, du bist kalt, ne? Kalte Luft von oben kommt rein, da liegt nichts auf, das kannst du also ganz schlecht in meinen Augen regulieren. Hier haben wir die Tasche oben drauf. Das ist jetzt so ein bisschen Geschmackssache. Ob man das innen drin besser findet als draußen, will ich gar nicht großartig kommentieren. Hat auch sehr schöne, ich meine auch YKK Reißverschlüsse. Wie gesagt, auch eine ganz tolle Verarbeitung. Wirkt etwas weicher. Von außen geht er so in die Richtung wie die Defense Schlafsäcke. Wärmekragen. Hier vorne haben wir noch so ein kleines Tuch. Das hatte ich auch schon in so einem anderen Video gesehen. Ich vermute mal, das hängt irgendwie vielleicht mit dem Winter zusammen oder so, dass bei hoher Feuchtigkeit und wenn da was kristallisiert, sich Eis bildet, man hier noch so einen kleinen Schutz hat, den man über das Atemloch vielleicht rüber machen kann. Ja, sehr schöner, dicker, flauschiger Wärmekragen. Wirklich top. Und auch diese Kordelzüge sehr schön gemacht, wie beim Defense. Ganz einfach, aber ja, funktioniert eben halt. Hier nochmal ein bisschen das Carinthia-Logo.
Und die Kapuze, muss man schon sagen, die kam mir jetzt beim Liegen, soweit ich halt reingekommen bin, etwas enger vor. Also für unsere Athleten, für die ganz schnittigen Jungs ist das bestimmt genau das absolut Richtige. Für mich so natürlich 130 Kilo Mensch, auch ein bisschen größerer Kopf, wirkte die Kapuze jetzt schon so ein bisschen eher als eine kompaktere Version. Ja, hat aber jeder vielleicht auch ein anderes Empfinden. Ich werde bestimmt hier das ein oder andere jetzt übersehen, was man noch so erzählen könnte. Leider, leider, wie gesagt, ach, ich würde den so gern behalten, aber das gute Stück wird mich also verlassen. Hat auch einen relativ einfachen Packsack. Und ja, also nicht ganz so viele Kompressionsgurte, vollkommen aber ausreichend, wie auch in anderen Videos schon zu sehen war. Also man kann das Ding schön klein machen, müsste so um die 2 Kilo liegen. Der Tine, je nach Ausführung, 2,7 bis 3 Kilo, hat natürlich auch die höheren Temperaturangaben. Ja, wie gesagt, der geht weg, leider, leider. Nochmal eine ganze kleine Witzigkeit. Beim Tine haben wir hier noch ein Spiel bei, was man wohl spielen könnte, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, witzige Idee. Und ich habe es noch nicht ausgetestet. Der geht also darüber. So, kommen wir zum Schluss zum Defense 6. Gibt es auch schon ein paar Videos von. Der Saki, den kennen viele, hat den auch schon mal vorgestellt. Das ist wirklich der optimale Schlafsack für die etwas kräftigeren Jungs. Kann man mal ganz klar so sagen. Ist aber auch nicht völlig frei von Kritik. Hat auch einen ganz tollen, sehr kräftigen Reißverschluss. Ist natürlich auch gedacht, im Notfall beim Militär durch praktisch eine Art Schnellausstiegfunktion genutzt zu werden. Man kann das Ding fast aufreißen. Gut, die Militärleute haben anderes Budget. Wenn die so ein Ding vielleicht nach 2 bis 4 Jahren verschleißen, dann sei es drum. Ich wäre da schon ein bisschen netter zu meinem Schlafsack. Und der hat natürlich auch eine deutlich, bessere Temperaturangabe als jetzt der Brenter. Geht dann bis minus 20 im Komfortbereich. Und hat natürlich den Nachteil, er kann schon hier und da dann zu warm sein. Weil er sich nicht so gut regulieren lässt. Man hat einen sehr guten Wärmekragen mit 2 Druckknöpfen, wo ich auch sagen würde, das zeichnet eigentlich einen richtig guten Winterschlafsack aus, um den nötigen Wärmestau zu erzeugen, beziehungsweise den einhergehenden Kälteverlust zu unterbinden, der immer wieder passiert. Ich habe noch holländische Militärschlafsäcke, die sind so ähnlich wie ein Defense 4, vielleicht ein bisschen dicker. Und da geht allein schon, wenn es richtig feucht und kalt ist, ganz viel Luft durch das Loch hier hinein und kriecht dann quasi über die Brust in den Körper oder um den Körper. Das wird mit so einem Wärmekragen natürlich weitestgehend unterbunden. Und der ist wirklich top. Der wirkt gar nicht so super dick, aber er hat absolut seine Funktion und ich habe ihn bis jetzt erst auch so bei diesen minus 3, minus 4 getestet und man kann dann schon mal in den Bereich kommen, wo es sehr, sehr kuschelig wird. Angezogen jeweils immer nur eine lange Unterhose und ein T-Shirt, auch mit, so mit langen Ärmeln, so in Wolle, also nichts Tolles, nichts aus dem, vielleicht sage ich jetzt mal so, von den Bushcraftern irgendwelches Merino-Zeug oder Icebreaker oder sowas, sondern ganz einfach nur so eine lange Baumwollunterhose und ein Baumwollshirt. Und das Ding war ordentlich warm. Ja, vielleicht schon teilweise zu warm. Lässt sich dann halt auch nicht so top regulieren. Das ist vielleicht halt eines der Nachteile. Ein anderer Nachteil für mich, um das auch so ein bisschen abzuschließen, was ich zum Defense 6 sagen wollte, Das Loch hier oben, das finde ich ganz persönlich in der, in der Ausgangsformation
finde ich es ein bisschen klein. Ja, also für jemanden, der, sage ich mal, keine Panik bekommt, da so eingeschlossen zu sein, ist das vielleicht genau das Richtige. Für Leute, die in das Thema erstmal reinkommen, würde ich mir das wünschen. So ist es bei meinem holländischen M90 Schlafsack, dass das Loch von Anfang an größer ist, weil man hat ja genug Möglichkeiten, das kleiner zu ziehen, sodass ich zumindest immer irgendwie das ganze Gesicht erstmal durchbekomme. Das gibt ein schöneres Gefühl. Und gerade bei höheren Temperaturen, ich sag mal minus 3, minus 4, der eine oder andere kann es vom Gesicht auch noch ab. Wenn es doof fällt von der Luft, kriegt es natürlich tierisch auf die Augen. Dann kann das schon auch unangenehm sein. Dann will man sich in so einem Ding natürlich mehr verkriechen. Aber das wäre halt schön, das wäre so ein Wunsch für die Zukunft. Wenn man was ändert, vielleicht drüber nachzudenken, dass dieses Guckloch im Default-Bereich sozusagen einfach ein bisschen größer ist. Der Rest, Reißverschluss, läuft sahnig. Das Ding hat auch einen sehr schönen Loft. Ich hoffe, das Ding wird das auch behalten. Wie gesagt, ich komprimiere nicht. Ich packe die einfach nur so in die Kompressionssäcke, ziehe ein kleines bisschen an, damit das so ein bisschen straffer Spannung hat und pack es dann weg, beziehungsweise habe es also diesen auch auf jeden Fall, den habe ich auf dem Bügel bei mir im Schrank, um möglichst lange also den Loft zu erhalten. Ja, sonst gibt es nicht viel zu sagen. Hinten auch wieder natürlich die Schlaufen und ja, ein Carinthia-Logo. Was ich auch immer klasse finde, ist, wenn diese Schlafsäcke halt, egal welche, nicht diese langen, ja, Tags noch hinten dran haben, mit allen möglichen geschrieben. Das sieht immer so ein bisschen flimsig aus. Und ja, jetzt muss ich natürlich mal gucken, was ich jetzt als Medium-Lösung mir da einfallen lasse. Der Brenner wäre es gewesen, weil den kann man schön auflassen. Und nun muss der leider zurück. Das tut mir echt leid. Und ich werde dann vielleicht mal gucken, ob die Reise Richtung Defense 1 geht. Ja, ich hätte gerne natürlich einen Schlafsack gehabt, der nicht hier oben so stark einengt, der da so ein bisschen offener ist wie der Brenta. Auch hätte ich natürlich gerne einen seitlichen gehabt, aber wenn für mich von der Größe da die Reise hingeht, dann werde ich vielleicht bei der Defense-Serie bleiben müssen. Und ein paar Deckenschlafsäcke habe ich auch noch, aber wenn das dann mal ja an die französische Küste oder irgendwo geht und du hast dann doch mal kühle Nächte, dann wäre es schon schön, wenn so ein Ding vielleicht bis knapp an die Null rangeht. Dann kannst du ihn auch bei 15 noch benutzen und lässt ihn einfach ein bisschen auf. Naja, für einen richtig Hochsommer habe ich so ganz dünne Deckenschlafsäcke, auch so ein bisschen Coleman, so ein bisschen was Billiges. Das passt dann alles. Aber für so einen mittleren Bereich, eigentlich so 0 bis 15, ja, da muss ich mal gucken, was es dann wird. Ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Bestimmt tausend Sachen vergessen und ja, dann bis zum nächsten Mal.